Meine Vision ist, die Menschen zu begeistern. Ein Künstler kann, darf einfach eine Emotion wecken. Und wenn sie das tut, dann ist das perfekt gelungen. Meine Hauptemotion, die ich bei meinen Betrachtern wecken möchte, ist immer ein Lächeln. Was mich an Tape Art so reizt, das ist, als ich entdeckt habe, wie viele verschiedene Tape Art Sorten es gibt. Und dadurch ergibt sich aber tausende Möglichkeiten, was man da so alles machen kann. Damit erreicht man Publikum, die man sonst, wenn man so ein Bild in Galerie ausstellen würde, nie erreichen würde. Dass die Leute einfach am Vorbeilaufen, die überhaupt nichts mit Kunst zu tun haben, die trotzdem dann schauen und sagen, wow, lustig, ha, geil und weiter. Und es, ein großer Unterschied ist, das Tape kann man entfernen. Und deswegen diese Geschichte mit Vandalismus und alles, die fällt aus. Das heißt, man kann Tape Art als Alternative zu Sprayen betrachten. Ich würde sagen, wenn das eine Musik wäre, dann wäre das minimalistische elektronische Musik ohne Vokal, ohne Worte. Ich habe noch sehr viele Träume, was Tape Art angeht, was viele Pläne, viele Skizzen, die ich noch nicht umsetzen konnte. Ein Ort, der mir sehr am Herzen liegt, das ist die Berliner Mauer. Ich habe auch ein Motiv, der sehr gut passen würde. Ich habe den niemandem gezeigt noch. Der liegt und wartet darauf, dass ich irgendwann mal vielleicht die Erlaubnis bekomme, dort ein Bild zu malen auf Berliner Mauer. Ja. Also diese Möglichkeiten, die Perspektiven, da was Neues zu finden, für mich, die sind noch so lange nicht ausgeschöpft. Weil du weißt, du bist nicht am Ende, es wird nie langweilig. Und das ist das Wichtigste für mich.